Medizin bin ich in Kontakt gekommen über Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan habe ich ungefähr 3, 4 Jahre gelernt. Ich habe die ganze Form gelernt und das war für mich ein ganz, ganz wesentliches Erlebnis, weil ich da plötzlich festgestellt habe, oh, ich bin ja beweglich. Ich kann mich gut bewegen, ich kann das auch lernen. Und meine Erfahrung, die ich aber im Schulsport damals gehabt habe und so weiter, das war eigentlich, ich bin eine Krücke. Das war so nach meinem, ich bin so ein Nachkriegskind und habe Rachitis gehabt, X-Beine, bin operiert worden daran, musste lange Zeit nachts Schienen tragen und so weiter und hätte nie gedacht, dass ich später irgendwann mal 8 Jahre lang Qigong-Unterricht gebe und anderen Leuten beibringe, wie sie sich bewegen. Und das, dieser Aspekt, dieser körperliche Aspekt zusammen mit dem meditativen Aspekt von Qigong und Tai Chi, der hat mich eigentlich nie verlassen sozusagen, auch gegenüber Patienten, auch gegenüber mir, stelle ich das immer wieder in den Vordergrund, diesen geistig und körperlichen Aspekt.